Ja, willkommen in der Schmiede. Oh ja. Und den hier kannst du ja schon. Wer kann, der kann, würde ich sagen, ne? Mittlerweile fährt sogar meine Kleine mit 8. Ja? Ja, so Hand im Griff. Krass, okay, krass. Normale Fahrradbremse nur dran, gell? Ja, ja, genau. Ja, und hier steht schon der halbe Chevy, siehst du? Oh Mann. Da hast du dir aber auch was vorgenommen, ja. Komplett den Motor auseinanderbauen. Das ist wie mit dem Haus. Ich habe auch gedacht, ich bin mit dem Haus nach 2-3 Jahren fertig. Es ist manchmal gut, wenn man vorher nicht weiß, was kommt. Sonst wird es nicht anfangen. Ja. Aber es ist halt unvermeidlich, wenn du willst, dass das Ding geil läuft. Ja. Der Motor ist das Wichtigste. Hier war eine riesen Delle. Ja. Die haben wir schon raus. Okay. Ein Kollege von mir hat da gut Ahnung. Kann man schön gucken, da ist ein Rohr, so wie sie da. Regt ihr noch mal. Damit es sauber aussieht. Kabel werden neu gemacht dann, das siehst du immer, wenn ich dann hier auch, ja, sobald du die Lampe abgeschraubt hast. Ja, einfach hier, muss einfach rangehen. Nicht denken, schon ist wie ein Beamter, die denken zu viel, man muss es einfach machen. Ja. Du siehst halt, wie das Ding ausgesehen hat. Ja. Und jetzt noch ein bisschen mit dem roten Rahmen, mit dem schwarzen Moment, das war der eben. Der Kunde hat mich jetzt mal nicht festgeschraubt. Festgeschraubt ist nicht so gut treiben. Ne? Deshalb soll festgeschraubt sein, wenn du noch ein paar Dinge drin hast, gibt es vorbeigefahren, wenn man fährt. Da gehen wir ein bisschen Riechstab, aber die sind schon Riechstab gemeint. Und der Kühler ist komplett neu aufgebaut. Es gibt in Trier eine Firma Kühlerrad, die restauriert die? Restaurieren Kühler. Der ist mitten im Netz kaputt. Ja. Also, wenn er hier vorne kaputt gewesen wäre, an der Kante, wo der vernünftig ist am Netz, dann hätte man das nochmal reparieren können, weil so prinzipiell muss man sagen, von innen und von außen, der Kühler jetzt zwar keinen super Zustand mehr, aber man hätte ihn mal nochmal herrichten können, für halt mal wieder damit zu fahren. Das wäre halt schon nochmal gegangen. Weil der jetzt hier mit dem Netz kaputt ist, ist der leider nicht mehr zu retten. Okay. Sind nur die Lamellen an sich zusammengelötet und gefalzt. Und dadurch, wenn die Lamellen gefalzt sind und dann zusammengelötet sind, läuft quasi das Wasser zwischen den Lamellen durch. Also haben so an sich keine Röhre. Wir sehen zwar schon die so Röhre, aber an sich sind das halt die Lamellen, die zusammengelötet sind. Das ist echt weit. Das sieht von oben auch noch recht gut aus. Ist zwar ein bisschen dreckig, so von der Zeit her. Ist das normal, aber wie gesagt, den hätte man durchaus noch mal verwenden können, wenn er jetzt nicht gewesen wäre. Ja. Und er hat das ganze Innenleben getauscht. Also alles innen ist neu, ja. Aber der ganze Rahmen ist mein alter, originaler Kühler. Und er hat den komplett gesandstrahlt. Das ist alles Messing, kann man sehen, auf dem langen Sandstrahl. Kostet ein Vermögen. Komplett wieder verlötet. Ja, wenn der Chef zufrieden ist, dann kann er nichts sagen. Jetzt bin ich mal zufrieden. Ja. Ja, so kleine Beutel wie hier so oben, die sind halt schlecht rausgemacht. Hier oben sitzt noch Blech drin. Ja. In dem Kasten so ein Schwalbblech, da komme ich nicht richtig dran zum Ausbeulen. Ja. Wenn ich hingehe und verzinder, dann sieht das in der Schwimmer aus wie vorher. Deswegen habe ich gesagt, das ist das so. Hat er doch noch so ein bisschen alt, flair. Ja. Und dann ist er einfach. Top zufrieden. Absolut. Cool. Ohne Deckel. Genau. Aber wahrscheinlich auch keiner mit dabei. Ich hab noch einen, aber vergessen einzuladen. Krass. Ja. Dann gehen wir ein Räumchen weiter. Und da ist er ja. Da steht das gute Stück. Im Moment sieht er ja aus wie ein Trackstar, ne? Weil er so weit hinten steht. Naja. Also Position ist hier dann ungefähr hier. Ne? Ja, ja, genau. So. Und dann, also der letzte Erfolg, den ich hatte, ist, ich habe geschafft, das Armaturenbrett rauszukriegen. Ja. Und hatte auch, meinem Kollegen, der selber Hot Rods fährt, da sage ich, da kommt die ganze Technik an. Da sagt der, was kommt denn da für eine Technik an, bei einem Auto, was 80 Jahre alt ist. Ja, und das hier, also ich will den nicht lackieren hier. Ich mach den blank, also
nur oberste Rostfläche ein bisschen runter und dann Overdrollöl. Und das will ich eigentlich mit der ganzen Kabine durchziehen. Ja. Aber innen will ich ihn lackieren. Ah. Und hänge im Moment auf Kupfer. Kupferfarbton. Ah. Das ist so die aktuelle Überlegung. Hinten hast du die Scheibe noch? Alles da. Krass. Alles da. Die Scheibe liegt sogar da, links neben dir. Ah ja. Hier liegt der Rahmen davon. Da bin ich im Moment an den Schrauben dran, die abgebrochen sind. Okay. Das hier ist der. So ist er von außen zu sehen. Ja, geil. Die Scheiben, die restlichen Scheiben sind alle kaputt. Aber ja, das, die, also, ah, okay. Aber das ist kein Problem, weil das ist alles Flachglas. Also ich gebe mein Glaser. Die Windschutzscheibe auch? Ja. Ja, die liegt hier unten drunter, unter dem blauen. Ja. Und die ist ja in der Mitte geknickt. Ah, die ist geteilt. Aber hat gerade Scheiben. Ah. Ja, das ist ja kein Thema dann. Und dann ist das ja nur VSG. 2x3 mm plus Folie. Und die ist gerissen, die ist wirklich kaputt oder das? Die Vorderscheibe hat viel Steinschläge. Ja. Eine Seitenscheibe hat komplett gefehlt. Die andere, das machst du neu. Das also sind halt so diese Highlight-Punkte, so, weißt du, wo man schon setzen muss irgendwo. Ja, nee, kriegst du nicht über den TÜV. Ja. Also defekte ja. Scheibe kriegst du ja, nicht über den TÜV. Lenkrad, original ist. Lenkrad, drin. Original liegt auch da. Auch noch gut erhalten. Hat Holz. Sieht so, nee, ist kein Holz, ist ein Kunststoffmaterial. Ah, okay, ja, okay, ich sehe es da im Riss da, ja, okay. Alter, Vater, da kannst du das Auto im Regal. Na, Mann, ne? Also das hätte ich ja auch nie gedacht, wo ich hier angefangen habe, dass das so schlimm wird. Ah, der Tank ist auch 80 Liter, ne? Kann ich schlecht schätzen, also ich habe noch nicht 70, gemessen. Aber 70, 80 Liter wird es schon. Und es scheint auch dicht zu sein, also wir haben kein Loch gefunden. Okay, krass. Alles gut. Krass. Ja, und jetzt habe ich daneben, siehst du, eine dicke Achse liegen. Ja. Die musste ich im Endeffekt, das ist die Antriebsachse, die musste ich ausbauen, um die Trommel runterzukriegen. Und ich habe am Anfang gedacht, ich kam nicht weiter, ne? Ich habe die Trommel nicht runtergekriegt und habe meinen Hotrod-Kollegen angerufen. Da sage ich, hör mal, hier sind noch so Schrauben dran, ja. Wenn ich die abdrehe, dann kriege ich da eine Kappe ab. Und dann sagt er, dann schraubst du besser mal nicht auf, dann hast du die ganze Achse gemacht. Okay, so, dann haben wir weiter geguckt, es ging nicht anders. So, also habe ich sie abgedreht, habe dann die Stangen daraus gezogen und dann ging die Trommel runter, kein Problem. Die Stange ist aber auch noch nicht da. Alles super. Ja, die war ja, lag ja komplett in Öl die ganze Zeit. Ja, deswegen kann ja nichts passieren. Alter Vater. Schon ein bisschen Elektrik drin, so in der Kiste. Ja, ne? Er hat mehr Kabel, wie man denkt, gell? Ja. Ja, der Scheiß muss komplett raus und nochmal neu machen, ne? Ja. Alle Kabel hier hinten sind freigelegt. Die komplette Armatur hier konnte man von hinten mit Schrauben lösen. Die ganzen Schalter, die hier eingebaut waren, konnte ich auch soweit lösen. Hier war es so, dass ich nicht den kompletten Zug durchziehen musste, sondern konnte hier vorne die Kappe abdrehen. Bei dem Zündschloss konnte man auch hier vorne die Hülse abdrehen. Also es ging alles soweit ohne Schaden raus, aber an einer Sache bin ich hängen geblieben. Und das ist dieser Schalter hier. Was ich nicht geschafft habe, ist den Schalter auszubauen. Ja. Und das ist ja auch so ein Kunststoffmaterial, original, alt. Da sieht man den Riss. Und ich wollte einfach nicht weiter und fester ziehen. Das habe ich mir gestern Abend ein YouTube-Video angeguckt von einem 55er Chevy. Und der hat einfach den ganzen Stift rausgezogen. Und jetzt habe ich hier diesen Knopf entdeckt. Wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich hier den Stift rausziehen. Da ist er. Hier hinten kann man die Aufnahme erkennen und wieder ein Originalteil erhalten. Ja, mal überlegt, man fängt schon an zu überlegen, ja, wenn ich den kaputt mache, ja, da gibt es auch so Schalter irgendwie. Ja, genau. Und dann ich, nee, ich will es den Original behalten. Und dann habe ich das Video gesehen und dachte, jetzt gehst du runter und guckst, ob du so einen Knopf hast. Ne? Und find den Knopf, drück drauf, in dem Moment fällt das Ding schon runter. Ne? Das sind Originalreifen noch, Alter. Ja. Und der hat hier die Zwillingsbereifung hinten, ne? Der hat ja zwei Räder. Das ist ja so ein Paket nachher. Und dann sieht er ja richtig böse aus.
Und in Amerika kriegst du die hinterhergeschmissen und vor allem diese großen, der hier als kleinen Halbtonner oder Eintonner ist teurer wie der große mit der Zwillingsbereifung, weil die mehr gehandelt werden. Und hier ist für die Großen anscheinend der Markt noch nicht so da. Der zählt mehr als LKW. Der kriegt auch eine LKW-Zulassung dann hier auch, ne? Ja. Wegen der Zwillingsbereifung oder wegen Kastenbau ist wahrscheinlich auch? Ist auch billiger nachher, wie ein H-Zulassung. Ja, du hast LKW? Ne, aber das ist LKW mit H-Zulassung dann. Ich will gar keinen H. Achso, du machst hier Modifikationen, Zeug. Nur LKW-Zulassung. Ja, reicht auch. Dann habe ich auch keine, sag ich mal, dann... Anforderungen, die du erfüllen musst, halt, ja. Diesen ganzen Scheiß. Keine Anforderungen? Zum Beispiel mache ich jetzt Raptor drauf. Ich wollte in der Wagenfarbe auf die G-Klasse, da hast du dieses Olivgrün so, ne? Und da wollte ich im unteren Bereich, da hast du immer wieder so, da hat er die Krankheiten so, dass er anfängt zu rosten immer wieder. Ja. Da habe ich gedacht, einmal richtig verspachtelt alles, Raptor drauf gemacht, nie wieder Rost, bis die Karre total am Arsch ist. Und dann kriegt er aber keine Haarverlängerung mehr. Weil das ist also keine zeitgemäße... Genau. Es muss dann original sein, es muss zeitgemäß sein. Ja. Das ist auch was. Du darfst was aus der Zeit machen. Deswegen ist auch schon der Radio normalerweise schon ein Punkt, wo der TÜV-Prüfer sagen könnte, mache ich nicht. Aber das ist halt was, da sagen die TÜV-Prüfer nichts, weil es kann ja theoretisch auch gemacht sein, nachdem ich den TÜV gemacht habe. Also du musst schon gut sein mit dem TÜV-Prüfer, dann winkt er das durch so, ne? Und hier kam die Überraschung, also hier in der Tür war außen ein Loch. Ja. Und da war auch klar, dass ich die Tür hier aufmachen muss. Und habe dann so hoch Erde und Nussschalen gefunden. Deshalb auch das Loch. Und dann habe ich hier hinten, das ist noch ein Blech davor, rund. So. Ja. Ja. Und dann mache ich dieses Blech ab und dann war hier so hoch auch Erde und Nussschalen. Und deshalb ist der hier so voll. Also was ein Glück, dass man das aufgemacht hat. Ja. Jetzt ist es ja noch früh genug, weil man ist zwar angegriffen, aber das ist ja noch lange nicht durch. Nee. Ja. Von außen ist der halt noch. Von außen ist er top, aber du merkst, er hat angefangen zu blühen. Ne? Ja, ja. Deshalb war der richtige Zeitpunkt. Vertan kennst du? Ja. 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 Habe ich auch hier. Hätte ich jetzt hier innen gemacht. Genau. Als Umwandeln in Zink halt. Ja. Genau, dass es versiegelt ist halt. Und dann vielleicht dieses, dann mit Wasser, du musst es ja vertan drauf. Einwirken lassen, 24 Stunden mit Wasser abspülen und dann kannst du ja da auch wiederum dieses, da kannst du das dieses, probieren. Dieses Öl auch drauf machen oder sowas. Oder also, das Öl. Wie du willst, halt. Aber wenn es ja. Komplett. Ich will das ist ja hier komplett zu, ne? Das ist auch hier komplett zu dann, ne? Der Blech geht bis hier. Ja. Und hier, das war. Ist ein Himmel. Ich glaube, ein Lederhimmel. Okay. Und ich denke im Moment über Weinfassdauen nach. Okay, geil. Hier oben. Also yeah. Eine so, hier eine so und dann quere oben drauf legen. So, dass er richtig sterb wirkt, gell? Alt. Ja, das stimmt, dann kriegst du auch keine Haarzulassung mehr, weil da bist du willst ja auch künstlerisch hier dich ein bisschen auslassen. Genau. Ja. Ja, stimmt, da scheißt man auf die Haarzulassung, klar. Und dann sehe ich eigentlich hier dieses Blech innen, Kupfer, das Armaturenbrett Kupfer. Ey, es gibt Verkupfern mit per Pinselanstrich, hat die Laura. Da habe ich gesagt, Hammer. Aber ich weiß, meinst du, das ist auch was für das Armaturenbrett da? Wird das gleichmäßig? Muss man das versiegeln? Ich habe es nicht probiert. Die Laura hat gesagt, sie macht das Kupferzeug und schickt mir dann irgendwie was. Also ich muss nochmal mit ihr quatschen. Und was ja noch geil ist, was ich damit eben erwähnt habe, ja. Hier ist später eine Kurbel. Da kannst du die Frontscheibe aufklappen. Stimmt jetzt, ja. Das läuft hier mit. Und wenn du mit zu einer Scheibe fahren willst und willst trotzdem Licht, ja. Dann geht das über die Klappe. Die machst du, die bewegst du von hier innen. Moment, ist eine Schraube ab. Luft kannst du. Du willst Luft. Ja. 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 Du hast Licht gesagt. Ja, ja, alles gut. Das heißt, Scheibenwischer ja. Läuft über Unterdruck vom Motor. Das ist eine Luftdruckleitung. Und die drückt Luft in den Scheibenwischwasserkanister und du löst praktisch sozusagen das, nur. Das ist der Motor. Da kommt die Luft dran. Und der Kollege zu mir, der die Hot Rods fährt, der sagt, du musst schnell fahren, damit der Wischer schnell geht. Alter. Ich weiß aber nicht, ob ich versuche den mal zu aktivieren. Wenn nicht, würde ich den Umrüsten auf Strom halten, ne, dass er immer läuft. Ja. Und dann ist auch nur auf der Fahrerseite einer. Beifahrerseite hat keinen. Krass. Ja. Doch, hör auf nichts. Dann fährt er nur mit. Ne? Krass. Ja.
Ja, dann mach. That's a, welches Baujahr? 1940. 1940 Chevy pickup truck. Yeah. Truck. Yes. Yeah. 1.5 tons. 1.5 tons. Wow. Das ist ein bisschen vorziehen, da hinten schon raus, glaube ich. Das, ja, ist so. Das ist original. Ach ja, und das ist das, was du gemeint hast mit dem so hoch hinten. Ja, ja. Ja, okay. Und du willst das, halt praktisch, dass du zwischen den zwei Rädern sitzt, sozusagen. Das ist da, ja die. Das hier noch wie aufbaut. Ne? Ach, genau. Weil hier ist ein Kantholz drunter. Der Aufbau liegt drauf. Der ist so hoch. Das ist nur das Kantholz. Ja, okay. Und dann kommen Querkanthölzer. Ja. Und dann kommt die Kiste. Und dann bist du ja hier schon auf Mitte. Ja. Von Mitte Türhöhe, wo das losgeht. Ja, nee. Und dann sind die nicht schön. Nee, das muss so tief wie möglich sein. Hier. Genau. Und dann sieht es geil aus. Ja. Und da kann das vorne nämlich noch so bullisch sein, da gibt es halt so diese. Ach, Alter, das wird so ein geiles Teil. Und dann bist du sowas halt nicht mal für eine Million her. Nee, das ist das so. Kannst das, gar nicht, das kannst du gar nicht. Gehört zur Familie. Ja. Ja, ja, genau. Das wird vererbt irgendwann mal. Alter, das sieht ja gar nichts. Ich glaube, das ist ganz schwer. Da haben wir eine Achse. Wunderbar. Okay. Links und rechts. Du hast da praktisch Aufnahmepunkte. Das heißt, ich habe da schon ein Lager und alles drin. Da machst du nichts mehr. Das ist die Bremse. Ja. Geil.